Herzlich willkommen zurück zu The Longest Journey. Ja, wir sind wieder am Strand. Das sieht eigentlich fast genauso aus wie der Start des letzten Videos. Aber wir haben schon ein bisschen was erkundet hier. Denn wir haben eigentlich so den Strand hier drüben abgelaufen, haben das Dorf der Riesenkrabben entdeckt und eine der Riesenkrabben benötigt Hilfe, um seine Muschel, also seinen Panzer abzuwerfen, weil die mittlerweile zu klein ist. Kommt aber nicht alleine da raus. Und wir waren auch hier oben und haben dort praktisch die alten Städte der Merum und der Alatia gefunden, wo die noch nebeneinander gelebt haben. Und das ist also der Beweis dafür, dass die Geschichte, die wir bei den Merum gelesen haben, stimmt soweit. Und ich denke, jetzt wird Zeit, dass wir uns in den Dschungel wagen und uns auch nochmal hier ein bisschen weiter die Insel anschauen. Und dafür benötigen wir Krees Hilfe. Denn der kann ja von oben schauen, wie die Insel aussieht und April helfen, da irgendwie einen Weg zu finden. Denn alleine wird das wahrscheinlich schwierig. Und das funktioniert auch sehr gut. Sag mal, Krähe, was kannst du mir über die Insel erzählen? Nur, was ich von oben sehen konnte. Da ist ein Vulkan. Erloschen, glaube ich. Und jede Menge Dschungel. Und ein paar schöne Strände. Ich würde gern den Dschungel erkunden, aber ich habe Angst, mich zu verlaufen. Hast du eine Idee? Warte, ich könnte dir in der Luft über Baumhöhe folgen und dir die Richtung angeben, wenn du dich verläufst. Krähe, das klingt gut. Na dann los! Auf geht's. So, hier kommen wir zum Strand und die einzige andere Möglichkeit ist der Vulkan. Die Insel sieht schon stark aus. Und das hier, sind das alles die Ruinen, wo wir gerade waren? Aber es scheint fast so, weil das hier könnte der Eingang sein zu dieser unterirdischen Höhle von der Merumstadt. Der Eingang. Wow. Stark. Hier ist der Strand, wo wir angekommen sind und hier liegt das Krabbendorf. Denn hier sind wir ja durch den Torbogen gegangen. Auf jeden Fall ein Wahnsinn, und wie groß das dann eigentlich doch ist. Na dann, wir machen uns mal auf den Weg zum Vulkan. Hier rumpelt es viel stärker und der Boden bebt heftig. Das ist seismischen Ursprungs. Das kommt eindeutig vom Vulkan. Er sieht nur erloschen aus, aber es hört sich an, als würde er bald ausbrechen. Na toll. Nachdem ich einen Schiffsuntergang überlebt habe, von Fischen entführt wurde und gelernt habe, unter Wasser zu atmen, soll ich bei einem Vulkanausbruch umkommen. Sehr komisch. Ja, vielleicht finden wir ja noch irgendwas, was du verschlucken kannst und dann überlebst du auch das Feuer. Wer weiß. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Hier haben wir einen großen Baum. Hier kommen wir wieder in den Dschungel zurück. Und hier haben wir den Riesenmund. Dann schauen wir uns den doch mal genauer an. Also irgendjemand hat ja auch hier in den Vulkan oder in den Vulkanberg so ein Gesicht reingearbeitet. Das werden wir uns mal alles genauer anschauen jetzt. Oh, April klettert also gleich da rein. Gut, kann man auch mal machen. Oh, was haben wir denn hier? Na, das kommt mir doch schon wieder sehr verdächtig vor. Da passt das bestimmt rein, der Schlüssel, den wir gefunden haben. Ein Schlüsselloch. Und was ist das? Ein merkwürdiges Symbol. Oh ja. Und was haben wir hier noch? Eine Linse? Ein kleines, röhrenförmiges Gebilde mit einem Kristall als Linse. Vielleicht ein Fernrohr? Das irgendwie verwenden? Das wäre doch bestimmt praktisch. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Na, dann stecken wir doch mal den Schlüssel in das Schlüsselloch. Und drehen das Ganze mal. Okay. Ich sehe eine Statue in den Ruinen einer antiken Stadt. Okay, die haben wir ja, da waren wir ja praktisch schon. Das Symbol hat sich hier oben geändert. Ich werde mir das mal dazu notieren.
Ich will mir das mal alles aufschreiben. Wie gesagt, ich notiere mir gerne solche Sachen, auch wenn wir natürlich dann immer wieder hierher kommen können. So, machen wir weiter. Ich sehe eine Statue auf einer Klippe. Sie schaut aufs Meer hinaus. Alles klar, da waren wir auch schon. So. Was haben wir hier? Ich kann nichts Interessantes entdecken. Okay. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Das waren bestimmt auch alles mal Statuen. Das könnte ja auch so ein Kommunikationsmittel gewesen sein zwischen Alazian und Meerum. Und ja, dann sind vielleicht da einige Sachen schon kaputt gegangen. Was haben wir hier? Ich kann nichts Interessantes entdecken. Auch nicht. Na dann weiter. Wie viele Symbole das einfach mal sind. Ich sehe eine Statue unter einem riesigen Baum. Okay. So ein S. Und dann drehen wir mal weiter. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Also die meisten Symbole scheinen irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Da beobachtet mich jemand. Halt, das ist ja mein eigenes Auge. Die Linse hat sich in einen Spiegel verwandelt. Okay, das ist dann also hier. Am Vulkan. Das ist ein bisschen umfangreicheres Symbol. So, geht's noch weiter? Das war der Anfang. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Ja, dann nehmen wir das mal wieder mit. Das geht ja, ne? Das waren dann jetzt 4 Sachen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, dann gehen wir mal wieder zurück und dann bleibt uns ja hier noch der große Baum. Denn hier haben wir uns jetzt soweit alles angeschaut. Ist das ein Riesenbaum? Er muss mindestens 100 Meter hoch sein. Was ist denn da in der Baumkrone? Das müssen Menschen gebaut haben. Okay, kommen wir da irgendwie hin? Ein riesiger Baum. In seiner Krone kann man einen großen Gegenstand erkennen. Kann uns Krähe dort vielleicht hinlotsen? Finden wir das vielleicht auf der Karte? Müssen wir mal schauen. Ansonsten müssen wir Krähe mal hierher rufen, damit er uns den Weg dorthin weist. Jawohl, hier. Großer Baum, da gehen wir hin. So, und hier ist auch diese Statue. Die untere Hälfte der Statue zeigt ein Wesen, das offenbar lauscht. Die obere Hälfte zeigt ein Wesen, das ruft. Sehr gut. So, was haben wir denn hier sonst noch? In den Dschungel? Hier haben wir trockene Zweige und Äste. Was haben wir noch? Hier ist noch was? Zweig? Trockene Zweige und Äste. Und ja, auch nochmal. Trockene Zweige und Äste. Okay, das ist jetzt nicht so hilfreich. Kommen wir in den Baum irgendwie hoch? Au! Psst! Ist da jemand? Sei still! Ich weiß, dass da jemand ist. Ich hab dich gehört. Ist sie weg? Nee. Sie ist immer noch da. Hör auf, hör auf, hör auf! Wenn du dich nicht zeigst, bleibe ich hier sitzen. Früher oder später musst du ja mal rauskommen. Sonnenfinsternis. Oh nein. Ich hasse diesen Ort. Ich kann mich nicht mal hinsetzen, ohne die Bewohner zu zerquetschen. Alarm! Große Person im Anmarsch! Okay, das ist echt abgedreht. Aber was genau bist du eigentlich? Was bist du? Wonach sieht es denn aus? Nach einem sprechenden Zweig? Wir sind Zweigleute und du bist mit deinem großen, unförmigen Körper und den wackeligen Beinen ein wandelndes Unheil. Okay, was genau sind denn Zweigleute? Was sind Zweigleute? Unglücksraben.
zu einem tristen Leben mit steifem Rücken und eintöniger Schinderei im Schatten eines Mutterbaumes verdammt. Bist du immer so fröhlich, kleiner Mann? Du hast ja keine Ahnung. Na, der wirkt etwas unzufrieden. Ihr seid also Zweigleute. Genau, ich bin Wick. Das ist Willow und der dümmlich dreinschauende ist Woody. Und das hier ist unser Mutterbaum. Was genau ist denn ein Mutterbaum? Genau diese Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Was ist denn ein Mutterbaum? Wie? Was ist ein Mutterbaum? So schwer kann das doch nicht sein. Es ist unsere Mutter und er ist ein Baum, also ein Mutterbaum. Das ist eine sehr gute Erklärung. Okay, und was genau tun Zweigleute so? Was tun Zweigleute denn so? Was wir tun? Wie meinst du das, was wir tun? Na, jeder auf der Welt tut irgendwas. Die Banda graben Tunnel durch die Erde. Die Merum erlegen Beißer und bedecken ihre Häuser mit Tanien. Ihr müsst doch auch irgendwas tun. Hey, hey, man hat's nicht leicht als Zweig. Ständig hat man einen steifen Rücken, fürchtet sich vor Feuer und Wasser. Man lebt 300 Jahre in erdrückender Einsamkeit. Dann schlägt man Wurzeln und gründet eine Familie. Meinst du, das ist einfach? Also tut ihr nichts Nützliches? Lady, mir ist elend. Ich hab schlechte Laune und mein Kopf platzt. Was willst du eigentlich von mir? Oh, ich find die so lustig. Ah, wo leben die Alatia? Ja, vielleicht kennen die sich ja aus. Aber wenn die nur hier an ihrem Baum immer sind, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass sie mehr von der Insel wissen. Wo leben die Alatia? Die Alatia? Die Typen mit den Flügeln? Oben im Vulkan. Dort gibt es eine alte Stadt, die sie besiedelt haben. Die leben im Vulkan? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich in den Vulkan? Gar nicht. Die Straße ist vor ein paar hundert Jahren eingestürzt. Wenn Händler kommen, fliegen die Alatia zu ihnen runter. Da geht keiner mehr rauf. Mit denen wird sogar Handel getrieben. Das ist ja interessant. Was ist mit diesem ständig rumpelnden Geräusch? Ja, habt ihr denn keine Angst, dass der Vulkan hier ausbricht? Aber wenn die Alatia da wohnen, ist ja ein bisschen gefährlich alles. Was ist mit diesem ständigen rumpelnden Geräusch? Lady, du hast keine Ahnung, was wir durchmachen. Tag und Nacht dieses Geräusch, es ist mörderisch. Alles fing damit an, dass Quaman, der stille Riese, unvorstellbar, dass wir ihn mal so nannten, von den Orlovol von seinem Angelplatz vertrieben wurde und in den Wald floh. Halt, nicht so viel auf einmal. Eins nach dem anderen. Wer ist Quaman, der stille Riese? Ja, fangen wir doch mal damit an. Wer ist Quaman, der stille Riese? Er ist der furchterregendste Mensch, den wir je gesehen haben. Er ist groß wie ein Berg und benutzt ganze Bäume als Zahnstocher. Aber für einen Menschen war er eher still und sanft. Er verbrachte seine Tage beim Orlovol-Dorf. Er fing Fische, briet sie und verspeiste den Fisch. Er sah auf das Meer hinaus und träumte von schönen Frauen und weiß der Kuckuck wovon. Der ist, oh Mann, der ist so lustig. Warum wurde der ruhige Riese verbannt? Ja. Warum wurde der ruhige Riese von seinem Platz verbannt? Die Orlovol hatten Angst vor ihm, weil er aus Versehen auf eins ihrer Jungen getreten war. Er hat eigentlich keinen Schaden angerichtet, aber sie verbannten ihn trotzdem aus ihrem Dorf und in den tiefsten Winkel des Waldes. Mensch, also noch mehr Streit hier. Und was genau sind Orlovol? Wer sind die Orlovol? Das sind die Krabbenwesen, die unten am Meer leben. Eigentlich sehr nette Leute. Manchmal etwas mürrisch und meist kann man kaum verstehen, was sie sagen. Wo ist Quaman jetzt? Irgendwo im Wald östlich von hier. Wo genau, wissen wir nicht. Er wollte so weit wie möglich von den Orlovol weg sein. Und was hat das alles mit dem rumpelnden Geräusch zu tun? Ich wollte ja gerade dazu kommen. Aber du lässt einen ja kaum ausreden. Ich hatte nur ein paar Fragen, das war alles. Jedenfalls ist Quaman empfindlich und nimmt sich alles sehr zu Herzen. Er wurde tief traurig und schlief ein. Und was macht er jetzt?
Er schläft immer noch. Und genau da liegt das Problem. Wie lange ist es her, dass ihn die Orlo wohl verbannt haben? Seit dem letzten Vollmond vor fast 30 Sonnenuntergängen. Er schläft schon seit einem Monat? Er war deprimiert. Was willst du, Lady? Als es mir mal richtig schlecht ging, habe ich 8 Jahre lang geschlafen. Und lass dir sagen, es waren die 8 glücklichsten Jahre meines Lebens. Oh, der ist ja wirklich richtig gut drauf. Ich verstehe immer noch nicht, was das mit dem rumpeligen Geräusch zu tun hat. Wie kannst du 8 Jahre schlafen? Ja, das ist natürlich die wichtigere Frage. Wie kannst du 8 Jahre schlafen? Bei dieser Gesellschaft? Die Frage beantworte ich gar nicht erst. Nein, wirklich? 8 Jahre? Na komm, wir ärgern ihn noch ein bisschen. Nein, wirklich? 8 Jahre? Wir Zweigleute werden hunderte von Jahren alt. Das sind 8 Jahre gar nichts. Ja, praktisch nur ein Mittagsschläfchen, ne? Aber trotzdem, 8 Jahre sind fast die Hälfte meines Lebens. Dann bist du ja noch ein Baby. Wenn du erwachsen wirst, wirst du es verstehen. Ich verstehe immer noch nicht, was das mit dem rumpelnden Geräusch zu tun hat. Siehst du die Statue da drüben? Klar. Was ist damit? Vor ewigen Zeiten, als die Dolmari noch auf der Insel lebten, verteilten sie die Statuen auf der Insel, damit sie miteinander sprechen konnten. Du machst Witze. Die Dinger sind Telefone? Was? Kenn ich nicht. Die Statuen sind alle durch Magie verbunden. Wenn du in die eine hineinsprichst, fliegt deine Stimme durch die Luft und kommt aus der anderen Statue wieder heraus. Ich verstehe es immer noch nicht. Hast du den großen Kopf beim Berg gesehen? Ja. Das ist der Schlüssel, um mit allen auf der Insel zu reden, um sie vor Stürmen zu warnen oder um das Abendgebet zu sprechen. Und Quaman schläft direkt neben dem Ohr einer Statue. Ich hab's. Verstärkung. Er schnarcht und der tiefe Bass vibriert durch die Lautsprecher. Der große Kopf verstärkt die Vibrationen auf der ganzen Insel. Aber warum weckt ihr ihn nicht einfach auf? Wir wissen nicht, wo er liegt. Wir sind nicht gern im Wald. Dort gibt es Wasser, Feuer und Affen. Affen wollen immer mit Zweigen spielen. Wir mögen keine Affen. Aber kannst du ihn nicht wecken, indem du deine Stimme durch das Telefon... die Statue schickst? Da gibt es 4 Probleme. Erstens, allen Statuen ist ein Symbol als Erkennungszeichen zugewiesen, aber wir wissen nicht welches. Zweitens sind die meisten Statuen beschädigt. Was meinst du damit? Einige Statuen können nur mit bestimmten Statuen sprechen. Mit einigen kann gar nicht gesprochen werden und andere können nur hören. Es ist schwierig, eine Verbindung dorthin herzustellen, wo deine Stimme gehört werden soll. Drittens, um die Statuen benutzen zu können, brauchst du einen Schlüssel. Wir haben ihn nicht. Wir wissen auch nicht, wo er sein könnte. Und viertens? Wir sind Zweigleute, Lady. Was glaubst du eigentlich? Wir wissen nicht viel über Magie oder magische Gerätschaften Und was? Wir sind nicht die Klügsten, okay? Sieh dir nur Woody an, der nach Zweigleuten-Maßstäben schon sehr dumm ist. Das ist doch ein beängstigender Gedanke. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Oh Mann, ich finde die so witzig. Aber die Zeit ist um, deshalb werden wir im nächsten Video dann hier weitermachen und versuchen, ja, die Statuen mal so einzustellen, dass wir Quaman wecken können, denke ich. Also bis dann. Tschüss.